Hey Leute und willkommen zurück bei NFS World. Und ja, hier steht unsere Supra. Haben wir auch länger nicht gesehen, aber um die geht's heute gar nicht, denn ich habe es letzte Folge schon mal angekündigt. Und zwar werden wir uns heute ein Auto kaufen, was umsonst ist. Was aber extrem lustig ist. Und zwar gibt es hier ein. Das ist halt hier unerkannte Datei oder so irgendwie. Ja, nicht Datei, aber. Ich glaube, man weiß, was ich meine. Und das sind die Straßenfahrzeuge. Und die jetzt auch eine unterschiedliche Ausführung natürlich. Ich nehme mir mal hier den Sedan. Und für unglaubliche 0 Dollar nehmen wir das. Wir sehen, er ist Stufe E. Hat eine unglaubliche Stufe von Stufe 0. Und er hat unglaublichen Topspeed von 0. Beschleunigung von 0. Und Handling von 0. Das ist doch. Habe ich den gerade nicht gekauft? So, unlocalized string. Buy this car. Ja, will ich. Had been added, ja. Den können wir eigentlich gar nicht customizen. man kann ihn nicht inhaltlich tunen, man kann ihn, meine ich, auch nicht optisch tunen. Ja, hier, der hat. Das Einzige, was man machen kann, ist die Farbe ändern. Wenn es schneller laden würde. Ach nee, das ist Neil Paint Shop da. Sagen wir mal hier so ein schönes Blau. Fällen kann man natürlich nicht färben. Könnten ja natürlich auch aus Spaß einfach pink machen, aber da habe ich gar keine Lust zu. Und dieses Fahrzeug ist. Naja. Also ich fahre mal gerade ein bisschen vor. Also es hat keinen Sound, wie man hört. Ich habe den Sound nicht ausgemacht, man hört ja die Musik. Also. Wir gehen mal zum Freeway, zu einer langen geraden Stelle, zum Beispiel hier. Ah, ne. Und dieses Fahrzeug ist sowas von geil. Man sieht, die Beschleunigung ist auf jeden Fall on top. Und wenn ich in eine Kurve fahren will, kippe ich eigentlich immer um. Gangschaltung funktioniert auch super. Ich kann auch nicht manuell irgendwie was schalten. Es fühlt sich so komisch an, ein Auto ohne Sound zu haben. Ich habe ohne Scheiß nur so richtig leicht gelenkt. Da kommst du nicht mit klar. Also auf einer längeren geraden Strecke kann das Auto locker 400 schaffen. Aber. Man kann es halt, glaube ich, einfach nur als Joke kaufen und es bringt einem nichts. Kann ja gleich gucken, ob man es in einem Rennen benutzen kann. Mit E-Stufe 0. So, jetzt hier gerade. Ja, es. Du kriegst es halt kaum gehalten irgendwie. Können ja mal hier einfach in den Sprint reingehen. Und es geht wirklich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber. Man kann schon mal keinen perfekten Start machen. Und man kann halt auch nicht lenken. Also von der Geschwindigkeit ist es wahrscheinlich das beste Auto im Spiel. Allerdings, A, es ist dermaßen leicht, dass es immer fliegt. Und es ist. Also sagen wir es mal so, es ist lustig zu fahren. Allerdings ist jetzt kein Auto, mit dem du richtig Rennen gewinnen kannst, glaube ich. So am Stück.
Vor allem nicht in Online-Matches. Das ist ja auch lustig. Ein Online-Match, wo alle nur dieses Auto fahren. Man kippt halt echt immer um. Es müsste doch eigentlich ein Drag Races der Shit sein, oder? Das ist so dumm. Hauptsache, man fährt mit so einem Auto gegen Ford GT und ist am Anfang sogar noch schneller. Der Name ist ja auch super. Also ich kann jetzt nicht sonderlich viel programmieren, so ein bisschen im Informatikunterricht. Ich habe halt Info als Unterrichtsfach. Und String ist ja, ja, wie kann man das sagen? Formatname? Es gibt ja Integer, String, Single, Double und so weiter. Kommt natürlich auch aufs Programm an. Und sogar noch was halbwegs Gutes bekommen. Nehmen wir mal das Rennen. Jetzt bin ich, glaube ich, schon zigmal in diesem Projekt gefahren. Ich kann wirklich auch nicht nach unten schalten. Also ich kann den Stick so lange nach unten drücken, wie ich will. Es geht nicht. Ui. Oh Gott, ist das Ding bescheuert. Vor allem, wenn es nicht schaltet, dann fährt es erst recht nicht. Also es lässt sich kaum kontrollieren. Und da sieht man halt, Geschwindigkeit ist nicht alles. Also deswegen ist auch dieses Sprichwort, wer bremst, verliert, zu 100% falsch. Also nicht zu 100%, aber zu ziemlich vielen. Guck mal unten auf die Drehzahl. Unten rechts. Das ist wirklich so. 1%, 100% durchdrücken. Ja, kann ich zurückgesetzt werden, please? Ich gehe mal aus dem Event raus. Ja gut, ich werde anscheinend jetzt nie wieder zurückgesetzt. So, hier jetzt join, Singleplayer. Mal sehen, wie macht sich das Auto dann im Drag-Rennen. Naja. Sagen wir mal so, es ist traurig ist, dass man damit wahrscheinlich auch eher gewinnt als mit irgendeinem krassen Dragster. Komm, dreh dich. Easy gewonnen, Alter. Es ist echt so. Es ist so dumm, Alter. Es ist sowas von dumm. X7 RZ. Auch gut, der Stufe B-Wagen ist letzter. Wow. Ah, nee, ja. Nee, er hat auch eine niedrigere Stufe als die. Aber es ist so ein. Oh Gott, Fahrzeug, ey. Ich suche mir nochmal einen anderen Drag raus, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nämlich, wo einer ist. Mit Porsche 918. Hä? Oh, hab mich teleportiert, was so sehen. Es ist nur witzig, hab Schluck auf. Ist nur die Frage, hat das ein. Nee, das hat keinen Multiplayer. Ist auch nicht. Ist halt. Oh, hey. Ist halt das Problem. Die meisten Drag-Rennen sind keine Multiplayer-Drags.
Ja. Auch wenn ich glaube, das sind 8 Fahrzeuge da. Und das werde ich wahrscheinlich auch nicht hinbekommen. Oh Gott. Ja, komm. Fahr. Der Wagen kann halt um keine Kurve fahren, ohne umzukippen. Hä? Naja. Also das Auto ist nicht sonderlich geeignet, um Rennen zu fahren, aber es ist richtig lustig. Form baut es Geschwindigkeiten die auf, die kein anderes Fahrzeug in dem Spiel erreicht. Also ist doch zumindest schon mal was. So. Wenn es jetzt noch Sound hätte, ne? Und nicht bei jeder Kante richtig hängen bleiben würde. Es ist auf jeden Fall bescheuert, muss man sagen. Aber es ist lustig. Ich meine, bei wie vielen Rennspielen, also ja, Rennspielen, kann man denn bitte, wenn vorhanden, die KI-Fahrzeuge, nicht KI-Fahrzeuge, die, ihr wisst schon, was ich meine. Die Zivilisationsfahrzeuge, sag ich jetzt einfach mal, fahren. Also jetzt nicht sowas wie bei Gran Turismo, dass man da die fahren kann, weil das ist ja was anderes, aber ich meine in solchen mit Open World oder so. Oder auch die alten Need for Speed Teile. Es ist halt einfach nur bescheuert. Allein, dass man sowas hier dann auf dem Bildschirm hat. Aber immerhin kostet es nichts. Ich meine, meinetwegen kann es auch 1000 kosten. Das würde mich nicht sonderlich interessieren. Das ist trotzdem lustig. Vielleicht würde ich es dann nicht jedes Mal nach dem Benutzen direkt wieder verkaufen. Aber, naja. Es ist extrem, extrem weird. Es macht irgendwie Spaß, also es macht mal zwischendurch Spaß. Oder wenn man das mit Freunden macht, irgendwie bei irgendeinem Event. Aber ich glaube so, wenn man alleine spielt, also wenn man es die ganze Zeit alleine spielt, dann ist es jetzt auch nicht so geil. Aber naja. Wie auch immer, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt es mir in einer Bewertung oder irgendwie. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.